bin hier im Jahr 2000 in den Betrieb gekommen. Der Betrieb ist aus einer ehemaligen LPG vorgegangen. Das ist jetzt ein reiner Ackerbaubetrieb mit über 600 Hektar. Wir haben jetzt als Hauptfrucht, also sind jetzt hier über 60% in diesem Jahr Silo-Mais angebaut. Maize is an important crop in Brandenburg, the German state east of Berlin. Due to its intensive cultivation, the plant is plagued by diseases and pests. Notably, the European corn borer is a real pest here. Gucken, ob wir den hier vielleicht finden. Da ist er, oder? Der würde jetzt noch weiter runter wandern, bis er dann in den Maiskolben reingeht. Es gibt ja nun mehrere Methoden, den Maiszünsler zu bekämpfen. Die klassische, wie es immer früher auch gemacht wurde, ist die mechanische, also durch intensives Häckseln der Stoppelreste. Der Maiszünsler geht ja als Larve oder verpuppt sich dann in den Stoppelresten und überwintert so. Und man versucht also mit intensiven Häckseln diese Stoppelreste kaputt zu machen und danach dann möglichst tief einzuarbeiten. Und diese Methode funktioniert natürlich auch nicht hundertprozentig, aber kann die Bestände schon etwas eindämmen. Es gibt ja dann auch noch die Varianten der biologischen Bekämpfung mit diesen Schlupfwespen. Das ist natürlich ein großer Aufwand. Wir haben 360 Hektar in diesem Jahr. Das könnte man eigentlich personell auch gar nicht machen. Und der Erfolg ist auch zweifelhaft und auch Nützlinge werden dadurch geschädigt. Und dann die Standardmethode ist eigentlich, ein Insektizid zu sprühen. Und da ist das Problem, den Zeitpunkt zu finden. Man muss den wirklich, wenn die Tiere draußen sind und dann, bevor die reinkriechen, also den Zeitpunkt, wenn er fliegt, ist sehr, sehr, sehr schwer zu bekommen. Und deshalb haben wir uns entschieden hier mit dem BT-Mais. Das ist, werden wir auch dann nachher sehen, finde ich die eleganteste Methode und der Erfolg ist, also werden wir dann sehen, hundertprozentig nicht. Man hat wirklich gar keinen Befall mehr. Und deshalb ist das für mich auch die Methode der Wahl. Zumal auch die Biologische Bundesanstalt Insektenversuche gemacht hat, wo sie BT-Mais, konventionellen Mais und Insektizidvarianten nebeneinander gestellt haben. Und war ganz klar zu sehen, dass die Insektenwelt beim BT-Mais genauso unbeeinträchtigt ist wie bei den unbehandelten Flächen. Dagegen bei einer Insektizidvariante ist selbstverständlich alles erst einmal tot, was da gerade kreucht und fleucht. BT maize is resistant to the corn borer thanks to genetic engineering. Some outcrossing between BT and conventional maize is inevitable, unless so-called coexistence measures are taken. Isolation zones between GM and conventional crops and buffer rows, for instance, should prevent outcrossing. Das ist hier unser Maisfeld, nicht? Mit dem normalen, konventioneller Mais. Und der Nachbarbetrieb, diese Fläche, gehört einem ökologisch arbeitenden Landwirt. Und er hat die ganzen Jahre immer Luzern angebaut und hat nun hier diesen Bantam-Mais, Zuckermais angebaut, um zu sehen, ob es Auskreuzungen gibt zum BT-Mais. Ein bisschen Provokation war es wohl doch, weil er erst dachte, dass wir hier BT-Mais anbauen, um den möglichst dicht daran zu kommen. Natürlich sehen wir hier auch, dass bei der Koexistenz beide Seiten eigentlich gefragt sind. Und wenn er Mais anbauen würde, dann könnte er ja auch seinen eigenen Mais schützen und weiter wegnehmen. Aber wenn beide Seiten wirklich ernsthaft das wollen, dann ist auch eine Koexistenz gar kein Problem. Another contribution to coexistence is called biological containment. Biological containment aims to prevent the spread of transgenes to other conventional plants. This is achieved by modifying the plant's natural reproduction system through genetic engineering, in such a way that gene constructs can't spread via pollen or seed. Diese biologischen Einschränkungen würde ich doch wirklich für übertrieben halten, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass man das auch anders hinbekommt mit normalen Sachen. durch Abstandsregelung oder hier durch Nachbarschaftsregelung kann man das auch ohne solche Einschränkungen klären und Probleme vermeiden. Und zum anderen könnte ich mir gut vorstellen, ich weiß es nicht, dass wenn man solche Pflanzen hat, die dann steril sind, dass die dann dass die selbsternannten Umweltschützer auch dagegen sind. Es wird ja auch zum Beispiel, fällt mir gerade auch ein, immer gewettert gegen so ein, das sogenannte Terminator-Gen. Das wird auch als ganz schlimm dargestellt, dass man die Pflanzen nicht mehr weiter züchten kann. Ich denke, also diese biologischen Einschränkungen sind nicht notwendig oder daran würde ich auch keinen Sinn sehen. Und wie gesagt, der Gegnerschaft wird es auch kein Argument sein. Part of Pieprek's fields are near this nature reserve. In the spring of 2007, Pieprek and the authorities had a dispute about 3 hectares of BT maize planted near this reserve. Ärgerlich ist besonders für uns, dass wir, also eigentlich 2 Punkte. Erstens, dass wir im Februar schon diese Flächen alle angemeldet haben. Und der andere Punkt ist natürlich, dass einer Insektizidmaßnahme, wenn wir jetzt mit Insektizid hier durchgefahren am Naturschutzgebiet, dann hätte es keinen interessiert, es wäre okay gewesen. Aber dem BT-Mais, damit haben die Leute ein Problem und das ist natürlich für mich irgendwo auch nicht mehr nachvollziehbar. Da wird sehr viel überbewertet und hat mit sachlicher Argumentation meiner Meinung nach nichts mehr zu tun. Das Ende vom Lied war, dass wir einen Bescheid bekommen haben von unserer Naturschutzbehörde, dass wir den Mais zu entfernen haben. Und es gibt ja Flächen in Naturschutzgebieten, da muss man ganz klar sagen, wo es landwirtschaftliche Einschränkungen gibt. Sowas ist ja auch üblich. Und in diesen Fällen gibt es immer eine Entschädigung. Und bei uns hier nicht. Wir als Landwirte haben schon den Eindruck, dass es Programm ist, dass nicht das GVO hier sich ausbreitet, sondern dass eben genau das Gegenteil passiert, dass wir das nicht anbauen und dass uns Leben möglichst schwer gemacht wird. Und das ist leider den Eindruck, den wir gewinnen.